Die Börse hat ein neues und revolutionäres Zahlungssystem eingeführt, so wie es bei Apple möglich ist, Buy Now, Pay Later, oder wie viele Unternehmen diese Möglichkeit eröffnet haben, hat jetzt auch die Börse diesen Ruf für sich selbst entdeckt, denn es heißt, kauf die Aktien heute und bezahl dafür später, wenn die Kurse tiefer stehen. Zumindest ist und bleibt das nach wie vor meine These. Es sieht für mich aus wie ein potenzieller Crash in Zeitlupe. Also wer heute kauft, der bekommt die Rechnung der gefallenen Kurse wahrscheinlich in 6 bis 12 Monaten. Warum das der Fall ist, kann ich total gerne euch differenziert erklären. Möchte ich auch machen. Stelle aber fest, dass Populismus immer populistischer wird und auch immer beliebter wird. Und deswegen halte ich es mit Donald Trump. Bedauerlicherweise habe ich weder seine Haarfarbe noch seine Haarpracht. Und zeige euch, ich weiß, MJ hat euch schon die Inflationsdaten gestern gezeigt. Und zwar die der Eurozone Kerninflation. Und das hier ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Oder um es mit Donald zu sagen, bad. Very bad. Denn wenn die EZB die Zinsen immer weiter nach oben schraubt und gleichzeitig die Kerninflation weiter steigt, dann spricht das eher dafür, dass die aktuelle Zinspolitik noch nicht restriktiv ist, sondern dass wir deutlich höhere Zinssätze benötigen, um die Kerninflation bekämpfen zu können. Die Optimisten sagen, das ist nicht schlimm. Man darf nicht nervös werden, denn das sind nur sogenannte Zweitrundeneffekte. Die erste Runde war ja die Inflation der Rohstoffpreise, insbesondere der Energiepreise. Und dadurch sind Unternehmen gezwungen, nun auch ihre Preise anzuheben, zum Beispiel Hotelgewerbe, zum Beispiel Restaurants, aber auch Chemie und so weiter. Und wenn diese Zweitrundeneffekte vorbei sind, dann wird auch die Kerninflation zurückgehen. Und dann muss ich sagen, ja, ich als Pessimist sage, es gibt noch Drittrundeneffekte. Denn dadurch, dass die Wirtschaft nach wie vor sehr stark ist, ist es auch so, dass die Löhne steigen. Und nachdem die Löhne gestiegen sind und die Drittrundeneffekte sind, dann haben wir noch Viertrundeneffekte. Und wenn die Kerninflation nicht mehr zakatumski nach oben geht, so besteht leider die Gefahr, dass die Kerninflation immerhin noch sehr lange braucht, um runterzugehen. Die Commerzbank setzt euch hin, holt ein Taschentuch raus. Was ist eigentlich aus dem Apple-Tuch geworden? Und weint ein bisschen. Die Commerzbank geht davon aus, dass die Kerninflation im Juli einen Peak erreicht haben wird. Und ein Peak heißt ja nicht, dass die Inflation danach runterkommt. Ich finde es immer erstaunlich, dass du meinst, die Inflation ist gefallen. Nein, nein, also die Inflation steigt weniger langsam an. Das ist im Grunde genommen der korrekte Terminus. Und deswegen ist es auch aus meiner Sicht, wenn man wirklich die Inflation bekämpfen will, in Europa, anders als in Amerika, der Zeitpunkt, sich zu fragen, 75 Basispunkte. Denn nur dann würdest du ja die Wirtschaft massiv abbremsen und dann könntest du auch die Nachfrage bremsen. Und deswegen überrascht es mich überhaupt nicht, dass Wunsch sagt, 4% wären angemessen für den Fall, dass die Inflation nicht deutlich runterkommt. Das heißt, dieses Mantra, nochmal 50 Basispunkte und dann 25 Basispunkte sind wir fertig, ja, das wird fraglich sein, ob es denn ausreicht oder nicht. Selbst in den USA, in der die Kerninflation eher schon zurückkommt, aber weniger stark zurückkommt, hat jetzt zuletzt ein Mitglied des Direktoriums der Fed, nämlich Mr. Waller, gesagt, wir werden länger brauchen, um die Inflation runterzubringen. Und dazu sagte er auch, es wird eben davon abhängig sein, wie sich der Arbeitsmarkt verändert und wie die Inflationsdaten sind. Erst dann können wir sagen, ob unser Spitzensatz von 5,25 bis 5,5% angemessen ist oder ob wir einen höheren Spitzensatz brauchen. Einige sprechen ja schon in den USA von 6% Spitzensatz. Der Markt wiederum hat aber die Aussagen vom Atlanta-Chef Mr. Bostic genommen, der gesagt hat, also ich wäre dagegen, dass wir 50 Basispunkte die Zinsen anheben. Und ich erinnere mich an einen Mann, Esna Ashari hieß der, und er hat vor einer Woche ein Video gemacht und gesagt, jetzt nach den PCE-Daten wird Panik gemacht, die Fed könnte 50 Basispunkte machen, aber die Fed wird nicht 50 Basispunkte machen.
Denn um diese 50 Basispunkte zu machen, müsste die FED mehr, noch schlechtere Daten sehen. Ansonsten ist es so, wenn du schon, ich weiß nicht, deinem Kind 80 Mal Hausarrest gegeben hast und dann jetzt nochmal sagst, jetzt nochmal 4 Wochen, dann ist es aus psychologischen Effekten nicht besonders hilfreich. Das, was du eher brauchst mittlerweile, ist, dass du konsistent deine Entscheidungen triffst. Und damit die FED dann sagt, wir machen vielleicht noch mehr, gibt es andere Sachen, die wichtig sind. Also, die Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe sind wieder unter 200.000 angekommen. Und eigentlich möchte die FED eine Zahl oberhalb dieser 260.000 eher in Richtung 300.000 sehen, damit sich der Arbeitsmarkt besser erholt. Was ich aber nicht sehe gleichzeitig, ist die Tatsache, dass dieser Ausreißer nach oben mit über 500.000 geschaffenen Stellen im letzten Monat erneut sehr hoch ausfallen wird, sondern wir hatten ja zuletzt eher Zahlen um die 200.000 im Bereich des Durchschnitts der präpandemischen Ära. Sollte die FED mehrfach solche Zahlen sehen von 500.000, 400.000, dann wäre erst die FED gezwungen, diese 50 Basispunkte zu machen. Im Moment fehlt es an Indizien dafür, sondern es ist eher so, dass die Inflation nicht so runterkommt, sondern eben länger braucht. Und deswegen müssen die Zinsen auch länger oben bleiben. Denn in den USA sehen wir, dass die Kerninflation im Gegensatz zu Europa, und das sind die PCE-Daten und nicht die VPI-Daten, 5,2, 5,1, 4,8, 4,6, 4,7. Da gibt es eine Tendenz, nur kommt eben diese Kerninflation sehr langsam runter mit 4,8, 4,6 und 4,7%. Anders gesagt, Arbeitsmarkt und Inflationsdaten sind die entscheidenden Parameter, auf die der Markt achten wird. Und ich glaube, der macht einen Fehler. Weil ich aber glaube, dass der Markt darauf achtet, ist es auch so, der Markt ist sich einig. Wir kriegen jetzt nochmal 25 Basispunkte im März und wir kriegen nochmal 25 Basispunkte im Mai. So, dann haben wir diese 5,25 bis 5,5% in den USA. In Europa gehen wir davon aus, dass wir 50 Basispunkte kriegen, dann auch nochmal 25 und nochmal 25. Dann hätten wir die Zielrate erreicht. Aber die Zahlen, die bis Juni kommen, sind meiner Meinung nach interessant. Der Markt wird auf nächste Woche gucken, wie die Arbeitsmarktdaten ausfallen. Mich interessiert die Tendenz bis Juni. Bleibt der Arbeitsmarkt bis dahin nach wie vor stark, kommt die Inflation, so wie wir das hier sehen, die Kerninflation in den USA, nur sehr langsam zurück. Und in Europa geht die Kerninflation tatsächlich weiter hoch, ja, dann brauchen wir höhere Zinssätze. Wenn das passiert, und es ist ganz wichtig, wenn das passiert, werden die Aktienkurse aus ihrem Slow-Mo-Crash eher Fahrt aufnehmen. Wenn das eher so dieses ein bisschen rauf, ein bisschen runter bleiben sollte, glaube ich auch, dass der S&P 500 das Potenzial hat, in der Range zu bleiben. Was würde denn dazu führen, dass sich diese Range verändert? Nochmal, es mehren sich die Anzeichen in den kommenden Wochen, nicht erst ab Juni, dass wir in Richtung 600 Basispunkte und mehr gehen. Das heißt, der Arbeitsmarkt bleibt eng. Die neu geschaffenen Stellen sind deutlich über 250.000, die Bruttolöhne steigen höher und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bleiben auf einem niedrigen Stand. Und dazu sehen wir eine Inflation, die persistiert bzw. langsam runtergeht. Okay, das dürfte dafür sorgen, dass die Zeitlupe aufhört und der Markt eher schneller runterkommt. Anders, für den Fall, dass sich der Arbeitsmarkt abkühlt und die Inflation rückläufig ist, dann glaube ich, dass der Markt eher innerhalb dieser Range bleiben wird. Aber etwas anderes zeigt sich schon und ich finde, der Markt klammert sich noch zu sehr daran, ja, die Wirtschaft ist doch stark und sie ist robust und vielleicht kriegen wir auch noch eine ganz leichte Rezession.
Und trotzdem sehen wir ja Folgendes. Guck mal, im Juni 2022 war laut Refinitiv der erwartete Gewinn der Unternehmen im S&P 500 pro Aktie bei 255 US-Dollar. Im Dezember war schon ein Rückgang von 8,3%, 9,2%. Jetzt erwarten wir schon einen Rückgang von 12%. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei 220 angekommen. Jetzt ist die Frage, ja hallo, wo landen wir denn am Ende? Landen wir bei 200 Dollar pro Aktie? Landen wir bei 210? Darüber streiten sich ja die Gelehrten. Die einen sind total optimistisch und sagen, die Wirtschaft wird stark bleiben. Die anderen sind eher pessimistisch. Ich bleibe lieber pragmatisch und frage euch, okay, wenn wir also nicht wissen, was der Gewinn ist am Ende und wir raten, würdet ihr 4.170 Dollar für den S&P 500 bezahlen? Oder würdet ihr eher 3.600 bezahlen? Oder würdet ihr eher 3.000 bezahlen? Je näher er an 3.000 ist, wäre es für mich interessanter. Trotzdem gehe ich davon aus, dass wir bis Juni, es sei denn, diese sehr schlechten Daten wiederholen sich weiterhin, es sei denn, dass, wenn sich die schlechten Daten wiederholen, geht schneller. Ansonsten sehe ich das Potenzial bis Juni innerhalb der Range Oberkante 4,2, Unterkante im Bereich von 3,6. Für jemanden, der spekulativ handelt, Unterkante kann man eher long kaufen. Wenn du spekulativer bist, dann nimmst du die 3,8 und auf der Oberseite die 4,2, dann auf der Shortseite, wenn du es besonders konservativ machst, dann ist es die 4.300. Und natürlich gibt es zum Beispiel Analysten wie Mike Wilson, der hat aber auch schon Anfang des Jahres den Crash erwartet, der sagt, also im März geht es wieder los, weil dann kommen die Gewinne dann auf jeden Fall zurück. Da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter und behaupte, ich glaube, wir werden noch einen längeren Zeitraum in der Range bleiben. Und wenn ich mir das einmal mit euch technisch anschauen darf, dann ist es so, ja, der S&P 500, er keilt sich ein. Für diejenigen, die es nicht wissen, eine Keilformation ist diejenige, die ich am allerwenigsten mag. Denn so ein Keil, der kann einfach mal bärisch aufgelöst werden und der Markt kann danach auf der falschen Seite des Keils einfach seitwärts laufen und sagen, der Keil ist mir viel egaler. Und dann entscheidet sich, ob er sogar auf der falschen Seite des Keils wieder steigt oder ob der fallen möchte. Also ja, wir haben eine Keilformation. Und was ich allerdings eher beachten würde, ist Folgendes. Ich bleibe einfach mal hier auf diesem Bildschirm. Wir sind in einer Range. Die Oberkante wird abverkauft, die Unterkante wird gekauft. So, jetzt ist die Frage, würdest du eher die 3,8 kaufen, 3,7 kaufen, auch langfristig, wenn du nicht weißt, wie tief die Rezession ausfällt, wie stark die Gewinne ausfallen, wie stark die Inflation den Markt noch ärgern wird? Oder wartest du es auf 3,6? Spekulativ ist für mich 3,6 auf jeden Fall eine sehr interessante Zone. Damit meine ich kurz mittelfristig. 3,8, boah, ist mehr Risiko drin. Ich persönlich würde mir tatsächlich wünschen, dass der Markt noch einmal nach oben kommt. Denn ich habe, als er da oben hingekommen ist, habe ich den S&P 500 einmal verkauft, habe jetzt schon einen Stop nachgezogen, Teilgewinn realisiert. Und dann würde ich das nochmal machen. Oberkante eher verkaufen. Der Crash in Zeitlupe, weil Inflation einfach zu lange oben ist. Die Fed hat Zinsen angehoben wie nie zuvor und die Inflation kommt nicht zurück und auch die EZB zieht weiter die Zinsen an und sieht, dass die Inflation weiter ansteigt. Das heißt, die Geldpolitik ist entweder nicht restriktiv genug oder muss noch ganz lange restriktiv bleiben. Das wird dazu führen, dass früher oder später die Nachfrage sinken wird. Und dann werden die fallenden Unternehmensgewinne eher noch stärker zurückgehen. Und deswegen, 3,2, 3,000, herzlich gerne. Nochmal bei 3,6. Wenn sich die Datenlage ändert, dann vielleicht auch 3,6. Wenn ich noch eine letzte Sache sagen darf, vom Art des Ausverkaufs, vom Art dieser Abverkaufsbewegung, ist es überhaupt nicht idealtypisch für eine Bodenbildung. Es wäre
etwas, was wir ganz selten gesehen haben. Und last but not least, mit dem Stift geht es deutlich leichter, wenn ich mit euch einmal auf den Nasdaq schauen darf, das, was wir hier gesehen haben, dieser Rallye war, oh, Onkel Fett bringt uns Geschenke und wird die Zinsen früher senken, weil die Inflation zurückgeht, die Wirtschaft stark bleibt, also lass mal Wachstum kaufen. Dann kommen die schlechten Zahlen und dann heißt es so, oh nee, die Zinsen bleiben eher länger oben. Und deswegen, gerade was den Nasdaq angeht, im Großen und Ganzen, ich sag's euch ja nicht gern, nach einer langen Rallye kriegt er hier das erste Mal auf den Kopf und es ist auch völlig egal, wie lange er sich noch hier aufhält. Also der hat schon das Potenzial, noch einmal auf den Kopf zu kriegen. Ob es dann die 10.000 ist oder ob es etwas Ähnliches ist. Sehr teure Aktien bei hohem Zinsumfeld haben es schwer. Und deswegen gerade der Nasdaq, der kann auf aktuellem Niveau sich stabilisieren. Wenn sich bewahrheitet, Zinsen bleiben lange oben oder müssen sogar noch höher gehen, kriegen die Tickwerte nochmal ein Problem. In diesem Sinne, heute kurz, knapp, knackig, nur für euch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Habe die Ehre.